Herr Leindecker, der Kirchentag geht zu Ende, ist noch nicht ganz zu Ende, aber man kann schon ein bisschen Bilanz ziehen. Wie erleichtert sind Sie, dass alles doch gut funktioniert hat? Ja, man geht natürlich ein bisschen mit Spannung schon rein in so einen Kirchentag und weiß nicht, ob alles so klappen wird, ob alle Hoffnungen erfüllt sind. Meine persönliche Hoffnung, die ist übertroffen worden, muss ich sagen. Also dieses Gefühl, das man in der Stadt hatte und ich glaube auch, dass Dortmund ein wirklich guter Ort für einen Kirchentag war, weil du bist der Realität nahe gekommen, die Leute waren freundlich. Und ich habe ganz viel Schwärmereien gehört, wie schön Dortmund doch auch ist. Und das finde ich ist auch ein gutes Ergebnis. Was sind denn so die zwei, drei wichtigsten Botschaften, die von diesem Kirchentag ausgehen, inhaltlich? Die beiden wichtigsten Botschaften sind aus meiner Sicht, Gottvertrauen lohnt sich, Vertrauen haben ist richtig, sich selbst was zutrauen und anderen trauen. Und auf der anderen Seite, dass man handeln muss. Dass man nicht zusehen darf, wenn im Mittelmeer Menschen ertrinken, wenn tote Flüchtlinge gegen lebende Flüchtlinge eingesetzt werden, die sollen nämlich abschrecken. Und das ist das eine. Und dass man bei der Klimakatastrophe und beim großen Artensterben, das gehört ja mit dazu, dass man da nicht mehr zuschauen darf, sondern man muss endlich handeln und man muss sehr viel schneller vorangehen, als wir es bisher gemacht haben. Sie haben zur Eröffnung gesagt, dass Sie aus jedem Kirchentag, den Sie erlebt haben, der haben ja schon viele privat erlebt, gestärkt hervorgegangen sind. Jetzt hatten Sie als Präsident viele Termine, das hat Kraft gekostet. Sind Sie trotzdem gestärkt durch diesen Kirchentag gekommen? Ja, es ist eine andere Stärkung. Also wenn man sonst auf den Kirchentag geht, man hat mittags, singt man mittags singen und es ist eine völlig andere Funktion. Sie rauschen hier durch den Kirchentag, treten überall auf. Aber gestärkt bin ich natürlich, weil auch so viel ich Begegnungen hatte mit jungen Leuten, die tolle Sachen machen. Die haben zum Teil bis 4 Uhr morgens gearbeitet, wenn es irgendwo ein Problem gab. Und das zu sehen, dass in dieser Gesellschaft sehr viele Leute sind, die keine Jammerlappen sind, die nicht alles schwarz malen, sondern zupacken, das ist ein tolles Erlebnis. Noch ein Satz von der Eröffnungspressekonferenz. Da haben Sie gesagt, der Kirchentag wird Dortmund prägen, aber vielleicht Dortmund auch den Kirchentag. Inwieweit ist das eingetreten? Das wird man im Grunde sehen. Ich glaube ja. Das ist die Erwartung. Wir sind noch sehr früh dran. Aber ich glaube, dass sich der Kirchentag der Realität zuwenden muss und dass man auch viele Veranstaltungen wie in der Nordstadt macht, die sind sehr wichtig. Und ich habe schon Kirchentage erlebt, da hat man diese Zentren ein bisschen umdribbelt und hat mehr die schöne Seite nur gezeigt. In der Nordstadt gibt es auch schöne Seiten, aber es gibt auch Probleme und wir sehen, wie Leute die Probleme zu lösen versuchen.